Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum ersten Alumni-Talk im Department Kommunikation, Wissen und Medien. Ich möchte pünktlich starten. Ich gehe dann davon aus, dass noch einige Interessierte dann dazustoßen werden. Wir haben uns entschieden, im Mai eine Alumni-Talk-Serie zu lancieren mit eingeladenen Absolventinnen und Absolventen, die schon mehrere Jahre im Berufsleben sind, den KWM Bachelor oder auch den KWM Master absolviert haben und möchten der Frage nachgehen, was kann man nach dem Studium mit KWM machen? Das stellt sich viele Studierende die Frage. Und wir wollen dazu einen Beitrag leisten, indem wir ein ganz niederschwelliges Format anbieten, wo wir Absolventen einladen. Ich möchte da auch gar nicht groß einen Vortrag dazu machen. Ich möchte die Absolventen, die sich bereit erklärt haben, und heute hat sich der Paul Birkelbauer bereit erklärt, uns kurz in einer halben Stunde zu erzählen, wie es ihm im Berufserleben ergangen ist, welche Entwicklungsschritte er durchlaufen hat. Und ich möchte den Paul kurz vorstellen. Paul hat vor ja, mittlerweile schon 5 Jahre, die Zeit vergeht, sein Bachelorstudium in KWM abgeschlossen. Er hat damals sich fokussiert auf E-Learning. Dazu hat er auch seine Bachelorarbeit geschrieben im Bereich E-Learning und Videospiele, was der Bildungssektor von der Unterhaltungsindustrie lernen kann. Diesen Schwerpunkt ist er dann bei seinem ersten Berufseinstieg auch treu geblieben. Er ist nach Wien gegangen zu LearnChamp und hat, soweit ich mich erinnern kann, vor circa einem Jahr gewechselt zu MediaPlanet und ist dort Industry Manager Health and Content Strategist. Und über diesen Bereich wird er uns heute auch etwas erzählen. Content spielt eine große Rolle. Möchte vielleicht den anderen auch mitteilen, wir haben gerade einen Änderungsantrag im Bachelor abgesendet an das Kollegium, wo gerade der Bereich Content-Strategie einen wichtigen Platz im Studienplan einnehmen wird. Ich habe mit Paul auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Er wird sicherlich auch darauf ein paar Worte eingehen und uns das näher bringen. Mit dieser kurzen Einführung und Vorstellung von Paul möchte ich schließen. Ich werde dann am Beginn, was für dich in Ordnung ist, Paul, das dann moderieren. Am Ende gibt es dann Fragen. Es steht dir jetzt eine halbe Stunde zur Verfügung, um uns deine Eindrücke zu schildern. So, ich nehme meinen Teil des Bildschirms wieder zurück. Und Paul, es steht dir die Bühne zur Verfügung für deine Präsentation. Perfekt, aber jetzt habe ich den falschen Bildschirm geteilt. So. Seht ihr jetzt das Logo, oder? Jawohl, wir sehen die Präsentation, wir hören dich auch. Perfekt, alles klar. Ja, dann freut es mich, heute dabei zu sein. Danke für die kurze Einleitung. Also, ich bin der Paul. Ich freue mich auf einen spannenden, vielleicht kurzen Austausch auch. Ja, werde ich einfach kurz erzählen, wie es mir gegangen ist seit KWM, was sich bei mir auch getan hat. Ich glaube, es ist vielleicht grundsätzlich ganz spannend, weil ich nach dem Studium nicht genau wusste, in welche Richtung ich gehen wollte und mich dann ein bisschen treiben habe lassen und sehr spannende Dinge eigentlich dann auch über mich herausgefunden habe, wo ich auch im Austausch mit ehemaligen Studienkollegen dann erfahren habe, dass es vielen anderen auch so gegangen ist. Und ja, mittlerweile bin ich jetzt eben im Content-Marketing-Bereich, also sprich in der Werbung. Hätte ich vor 5 Jahren nicht geglaubt, dass ich daherkomme, aber umso schöner ist es jetzt hier. Deswegen, ja, ich freue mich auf Feedback dann und freue mich auch ein bisschen was davon erzählen zu können. So würde ich auch gleich reinstarten. Josef, du hast gesagt, bezüglich Moderation, das übernimmst du. Ich würde gern die Möglichkeit bieten, Zwischenfragen zu stellen, wenn das erwünscht ist oder wenn es möglich ist. Außer es ist euch lieber, wir machen das gesammelt am Ende. Paul, es liegt in deiner Hand, wie du es handhaben möchtest. Gerne. Dann seid ihr herzlich eingeladen, jederzeit dazwischen zu fragen, falls was unklar ist oder falls irgendwas ja, gibt einfach. Dann starte ich einfach kurz rein. MediaPlanet ist jetzt der Name, wo ich arbeite. Ich werde aber kurz ja, erklären,
wer ich bin, wo ich herkomme sozusagen, was ich auch jetzt mache und vor allem auch das Thema Content Strategy und was das Ganze mit Werbung, also Advertising zu tun hat, warum auch der Content in dem Bereich sehr wichtig ist, genau, und warum einfach Werbung Sinn macht und was mir KWM in der dafür quasi auch beigebracht hat. Wie gesagt, ich werde dann nachher noch einmal kurz auf meinen Werdegang eingehen, was mir ganz wichtig ist oder was ich jetzt in meinem täglichen Berufsleben einfach sehr stark sehe, ist, ich bin sehr stark im Verkauf involviert. Das würde man jetzt vielleicht vom Berufstitel nicht so stark sehen, hat aber für mich den sehr großen Vorteil, dass ich mehr oder weniger sofort sehe, wie meine Konzepte und das, was ich mache in meinem täglichen Tun, wie das ankommt. Weil ich sehe es ganz einfach, wenn meine Kunden bei mir etwas kaufen, dann habe ich es gut gemacht und wenn nicht, dann gibt es irgendwas zum Verbessern. Das ist eine sehr, sehr, sehr angenehme Lebensschule, zumindest im professionellen Bereich. Und das ist auch sehr, ja, ich würde mal sagen, ein kapitalistischer Ansatz. Aber hätte ich nicht gedacht, mit KWM dorthin zu kommen, und trotzdem habe ich sehr viel vom Studium da jetzt mitnehmen können. Was genau, das werde ich jetzt im Folgenden eben erzählen. Deswegen fangen wir gleich mal an mit der Frage, wer bin ich? Ja, ihr habt es mir eh schon kurz gesehen auch. Das ist noch einmal das Foto von mir. ich bin eben jetzt Industry Manager Health und Content Strategist bei der Media Planet GmbH. Ich werde nachher das Unternehmen eh noch mal kurz selbst auch vorstellen. In Kürze, was bedeuten diese zwei Titel? Ich verantworte bei uns den Gesundheitsbereich, bedeutet, ich bin da im stetigen Austausch mit verschiedensten Stakeholdern im Gesundheitsbereich. Das sind einerseits Ärzte, aber genauso gut Patientenvertretungen, Selbsthilfegruppen und dann natürlich aber auch die Pharmaindustrie, das heißt dort, wo unterm Strich dann auch die Kohle daheim ist, aber auch Krankenhäuser und ja, diverse Healthcare Professionals und alle, die dann im Bereich involviert sind. Vertrete da quasi uns als Firma und bin sozusagen das Nadelöhr bei uns dann in der Firma. Und das Thema Content Strategy ist ein bisschen langfristiger angelegt. Da schaue ich wirklich, dass die Dinge, die bei uns laufen und die Inhalte, die wir publizieren, dass die aufeinander abgestimmt sind, dass wir uns da in den Inhalten nicht widersprechen. Heißt, dass unsere Leser dann auch wirklich Content zur Verfügung gestellt bekommt, der Sinn macht insgesamt und auch langfristig Sinn macht. Das einmal kurz zur Erklärung von den zwei Positionen. Ich gehe jetzt später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Kommen wir vielleicht gleich zur Frage, warum KWM? Warum habe mich ich überhaupt für dieses Studium damals entschieden? Also ich bin ursprünglich auch aus Oberösterreich, man hört es vielleicht nur ein bisschen, mittlerweile seit 5 Jahren in Wien. Das schlägt sich auch schon ein bisschen durch in der Sprache. Ich habe mich damals für KWM entschieden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Portal geheißen hat, aber ich habe meine Talente und Vorlieben im Generellen mehr oder weniger so beurteilen lassen. Und da sind mir dann verschiedene Studiengänge vorgeschlagen worden. Und KWM ist dann das gewesen, was sich für mich als am attraktivsten herausgestellt hat, weswegen ich mich dann beworben habe. Vorrangig war dabei für mich der Kommunikationsschwerpunkt. Also ich konnte mir damals unter dem Titel Wissen noch nicht so viel vorstellen, Medien natürlich auch, aber hauptsächlich war das Thema Kommunikation für mich sehr wichtig. Und ich war auch sehr froh, dass das, ich habe da geschrieben, Expectation versus Reality, dass das dann auch in der, im Studium einen großen Stellenwert eingenommen hat. War dann aber natürlich auch angetan davon, dass das Ganze ja, Hand und Fuß hat und aufeinander abgestimmt war. Mir war aber eigentlich während dem Studium schon klar, dass ich, das Studium ist ja relativ breit aufgestellt, ich glaube, das haben jetzt eh schon, ich weiß es nicht, in welchem Semester ihr alle seid, aber das ist wahrscheinlich schon ein bisschen durchgedrungen. Das ist sehr positiv. Heißt natürlich auf der einen Seite, dass es wahrscheinlich ist, dass man nicht alle Inhalte später anwendet. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, dass man in sehr viele Dinge eintauchen kann. Und wenn man dann einmal was arbeitet, kann man mit sehr vielen Dingen schon einmal zumindest grundsätzlich was anfangen, was mir sehr geholfen hat.
Auch super, was im Vorfeld schon für mich positiv war, war, dass die Inhalte interdisziplinär waren und eben zusammengefasst oder zusammengepasst haben, was mich auch jetzt wieder begleitet, unterschiedlichste Themengebiete aufeinander abzustimmen, weil auch die entferntesten Dinge haben weitläufig meistens miteinander was zu tun und da ist es schön, Querverbindungen herstellen zu können. Und was für mich auch sehr wichtig war bei der Wahl des Studiums, ich wollte unbedingt ein Auslandssemester machen. Es war für mich super, dass ein Berufspraktikum vorgesehen war im Studium, also das war sehr positiv. Ich habe dieses in London dann gemacht, was mich extrem bereichert hat generell, also ich blicke sehr gerne darauf zurück. Deswegen ja, waren auch ausschlaggebende Punkte. Nach dem Studium habe ich dann überlegt, einen Master zu machen, habe dann überlegt an der Uni Wien, also für mich war relativ klar, dass ich nach Wien wollte, weil ich einfach die Stadt wollte. Das Studium war für mich nicht hundertprozentig klar. Ich habe mir dann gedacht, na, vielleicht irgendwas in Richtung Informatikdidaktik hat es damals noch gegeben als Joint Venture von der Uni Wien und der TU Wien. Das Studium wurde aber dann eingestellt und dann habe ich mir gedacht, na, dann soll es nicht sein. Und ich habe mir einen Job gesucht und das ist dann LearnChamp geworden. LearnChamp kennen vielleicht einige von euch, ist ein Consulting-Anbieter und vor allem E-Learning-Anbieter. Habe dort angefangen als Learning Designer, also wirklich im Agenturbereich für E-Learning und bin dann relativ rasch, also noch ungefähr oder nicht ganz einem Jahr zum Project Manager aufgestiegen. Habe dort dann wirklich direkt mit Kunden, also mit Großkunden dann auch zusammengearbeitet und relativ große Projekte dann auch gleich leiten dürfen, was extrem super war. Das bedeutet, man ist auch da sehr interdisziplinär aufgestellt. Hat zu tun mit Designern, hat zu tun mit Programmierern, hat zu tun mit Textern, Copywritern, aber auch Kundenkontakt ist sehr wichtig. Dinge, die wahrscheinlich im Studium oder für mich zumindest damals im Studium oft, wo ich mich gefragt habe, okay, wie passt das jetzt zusammen, haben auf einmal einen Sinn ergeben. Gerade so Dinge wie Budgetpläne, Zeitpläne, warum ist es so wichtig, den Scope im Auge zu haben, warum ist es auch so wichtig, wie man das dem Kunden kommuniziert. Alle diese Dinge waren dann auf einmal sehr, sehr wichtig und haben dann auch, ja, da einfach, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich gut vorbereitet gewesen, was natürlich schön war. Irgendwann hat sich für mich aber herauskristallisiert, dass ich noch was anderes abgesehen vom E-Learning sehen wollte. Vor allem auch deswegen, weil für mich, wie gesagt, ich habe nicht genau gewusst, was ich machen möchte nach dem Studium. Habe dann was Naheliegendes gewählt, was aufgrund von der Ausbildung gut gepasst hat. Das war im LearnChamp. Und nach 2 Jahren habe ich mir aber dann gedacht, na, ich würde gerne noch was anderes sehen, was mehr in Richtung Endkunden, also B2C geht. Und bin deswegen in die Werbung irgendwie reingefallen und da dann zu Media Planet. Media Planet ist ein Content-Marketing-Verlag, das heißt auch da das Thema Content, Inhalte, Kommunikation wieder extrem wichtig. Und ja, bin dort jetzt seit guten 2 Jahren auch wieder tätig, in verschiedensten Rollen und ja, freue mich, euch da dann noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Genau, ja, und die letzte Frage, warum Werbung? Werbung hat mich schon als kleines Kind irgendwie gereizt, habe das dann ein bisschen vergessen gehabt und habe dann, wie bei LearnChamp war, mir irgendwann die Frage gestellt, okay, aber was willst, wenn du nicht E-Learning machen willst? Und dann bin ich eben wieder zur Werbung gekommen. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, ich habe es vorher schon kurz angedeutet mit dem Verkauf, es ist sehr, sehr schön, wenn man sich wirklich kreativ betätigen kann, das dann präsentieren kann und Leute sagen dir dann, sie wollen dir dafür Geld geben. Das ist eine wirklich angenehme Art und Weise zu arbeiten, was ich bei Media Planet jetzt gefunden habe. Habe ich vorher nicht gewusst, dass man das so viel gibt, aber jetzt weiß ich es. Deswegen umso besser. Das wäre es einmal kurz zu meinem Werdegang bis dahin. Ich würde jetzt da gleich mal kurz zwischenfragen. Hat irgendwer bis daher Fragen oder ist irgendwas unklar soweit? Ja, mich würde vielleicht interessieren, es sind ja doch 2 verschiedene Bereiche. Einmal haben wir den Bereich E-Learning, dann den Bereich Werbung, der so in dem Unternehmenskommunikationsbereich ein bisschen reinkommt oder zumindest Kommunikation.
Es sind ja auch zwei Bereiche, die mitunter auch oft als unterschiedlich wahrgenommen im Studium. Wo würden Sie vielleicht die Klammer sehen? Gibt es irgendwas, was die Dinge verbindet oder wo Sie sagen, in Ihrem Leben ist es ja quasi diese Schritte gegangen? Gibt es da Überschneidungen und Ähnlichkeiten? Wie passt das zusammen? Auf jeden Fall. Es ist grundsätzlich, was für mich zentral bei beiden war, ist das Thema Lernen. Für mich ist auch ganz wichtig, also Lernen vielleicht ein bisschen breiter gedacht. Ich komme dann nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drauf zurück, aber für mich ist es ganz wichtig, und das ist eben auch das Grundkonzept von Content Marketing, nicht irgendwo Werbung hinzupflastern, wo eh keiner was damit anfangen kann, sondern mein und quasi unser Zugang ist wirklich, dass wir Werbung so schaffen, dass nicht nur der Werbende einen Mehrwert davon hat, sondern auch der die Werbung quasi konsumiert. Bedeutet, im Idealfall lernt er sogar ein bisschen was dabei und im noch größeren Idealfall ändern wir damit sogar ein bisschen sein Verhalten. Das ist ein neuerer Ansatz von Werbung, der eben auch dazu geführt hat, dass es überhaupt Content Marketing gibt, und ist mehr oder weniger, so wie es ich jetzt mitbekommen habe, ein bisschen diese neue Schule. Die Frage damit beantwortet? Ja, danke. Sehr gut. Sonst noch weitere Fragen? Okay, dann gehen wir kurz weiter. Nur mal ganz kurz, vielleicht auch, dass es klar ist, was wir tun und wo wir arbeiten. Eben, ich arbeite bei MediaPlanet. Das ist ein schwedisches Unternehmen. Wie manche vielleicht schon mitgekriegt haben, sind die nordischen Länder gerade hinsichtlich Design, Medien und solche Dinge immer sehr, sehr avantgardistisch unterwegs, was mir sehr gut gefällt. Das hat mich auch gleich angezogen, ganz am Anfang. Man kommt hier sehr leicht rein, sage ich mal so, wenn man ein bisschen out of the box denkt und sich ein bisschen anders präsentiert. Als gewöhnlich kann ich auch nur jeden von euch ans Herz legen, wenn ihr in der Kreativbranche was machen wollt, schaut irgendwie, dass ihr herausstecht aus der Masse. Mein Fuß in der Tür war damals, ich wurde gefragt, warum ich eingestellt werden soll, und meine Antwort war ein bisschen flapsig vielleicht, aber ich habe in dem Moment nicht was anderes gewusst. Ich habe meine Oma zitiert und habe gesagt, naja, er ist ein guter Bub. Und das ist extrem gut angekommen und das hat schlussendlich dann den Ausschlag gegeben. Also nicht zu frech, aber vielleicht ein bisschen schauen, aus der Masse rauszustechen, ist da auf jeden Fall ein Tipp, den ich geben kann. Und gerade bei einem Unternehmen wie MediaPlanet ist das sehr gut angekommen. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass die ihnen sehr professionell unterwegs sind, sonst hätten sie nicht den Erfolg. Wir sind ein Content Powerhouse, also wir haben vier Unternehmen unter einer Gruppe zusammen, das ist die K-Bahn-Gruppe, jetzt ganz neu gegründet, ehemals MediaPlanet-Gruppe, und die machen verschiedene Dinge von Videoproduktion über Influencer-Marketing, über Content-Marketing bis hin zu Lead-Generation, ist glaube ich die vierte Schiene, die ist bis jetzt nur in den nordischen Ländern verfügbar, deswegen ist es für mich noch nicht so relevant. Aber was sehr, sehr cool ist, wir sind sehr zentral gelegen auf der ganzen Welt, also in 14 Offices, und also das ist in Europa auch der Marktführer im Content Marketing, sind in Wien direkt bei der Oper. Und was mir sehr gut gefällt und was mich auch ein bisschen angezogen hat ganz am Anfang, wir arbeiten, egal bei welchem Thema, immer mit extrem, unter Anführungszeichen wichtigen Personen zusammen. Also die in jeweiligen Themenbereich was zu sagen haben. Weil wenn die was sagen zu einem Thema, dann horchen die Leute hin und das wollen wir natürlich ausnutzen. Und was extrem super ist, es ist kein Tag gleich. Es gibt jeden Tag Action. Es ist ein Verkaufsfloor. Es geht extrem zu. Wir haben Motivationsgeschichten aller Art und Weisen. Es gibt Prämien, es gibt einfach Dinge, auf die man immer hinarbeiten kann. Also da wird sehr, sehr darauf geschaut, was mich auch sehr, sehr überzeugt hat.
Und was natürlich auch super ist, wenn man für ein internationales Unternehmen arbeitet, man hat viel Austausch mit einem internationalen Team. Man kann schnell einmal in Stockholm anrufen oder in Prag oder auch in Toronto, wenn man sich quasi die Zeit dafür nimmt und die Zeitverschiebung einberechnet, ist auch vielleicht einmal ganz nett. Eigentlich hätte es auch einen Austausch geben sollen, jetzt quasi, dass man ein bisschen die Offices besuchen kann. Leider Gottes ist das jetzt natürlich nicht möglich gewesen mit Corona. Aber naja. So, da haben wir eh den Punkt, der vorher schon kurz angesprochen worden ist. Wie wichtig ist Lernen in der Werbung? Ich habe es schon kurz skizziert. Für uns, gerade im Gesundheitsbereich, haben wir ein relativ einzigartiges Problem, wenn wir an Laien herantreten, und das machen wir. Ich werde euch kurz erzählen, was unser Produkt eigentlich ist. Wenn ihr am Quartalsende den Standard oder den Kurier lest, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr da eine Themenzeitung von uns drinnen findet. Und die produzieren wir selbst. Wir nutzen da das Trägermedium, also zum Beispiel den Standard, dass wir da mitgedruckt werden, haben dann eine 16-seitige Zeitung darinnen, wo wir mit den wichtigsten Key Opinion Leadern zusammenarbeiten, Inhalte erstellen, also Content, und dabei dann unsere Partner präsentieren. Das heißt, ein Leser liest das, hat dann schon das richtige Mindset, hat das richtige Setting, hat die richtigen Inhalte, die er konsumiert, und sieht dann im richtigen Umfeld auch einen Lösungsanbieter dazu. Was heißt das jetzt, wenn man das zum Beispiel von Pharmaunternehmen umlegt? Man muss sich ganz klar überlegen, was wollen die kommunizieren und wo wollen die auftreten, und vor allem gerade bei der Pharmabranche, jeder weiß es, die haben sowieso ein Imageproblem. Wie schafft man das, an dem das quasi nicht wegzulassen, sondern wie schafft man das quasi mitzunehmen und trotzdem das Pharmaunternehmen positiv darzustellen? Mit Corona natürlich nur mal ganz eine eigene Disziplin, ist klar. Aber für uns eben ganz wichtig, daher wieder mit richtigen und fundierten Experten zusammenzuarbeiten, fachlich fundierte Aussagen zu treffen und in weiterer Folge auch bei den Lesern dann einen gewissen Lerneffekt einzustellen. Weil dann kann der Pharma sagen, er hat was gemacht, dass er wirklich die Allgemeinheit bildet, und so ist für ihn quasi ja, Werbung erreicht. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen schwammig klingen, ich versuche es nur ein bisschen besser zu erklären. Soll es Zwischenfragen geben, bitte jederzeit. Vielleicht anfangen einmal mit der Frage, was ist Content überhaupt und was ist Content Marketing? Kann oder hat jeder von euch schon mal den Begriff, oder gibt es irgendwen, der den Content-Marketing-Begriff noch nicht gehört hat? Gut, dann gehe ich trotzdem ganz kurz drauf ein. Content ist ein sehr vielschichtiger Begriff, kann in unterschiedlichster Art und Weise daherkommen. Wir haben drei Kernprodukte, das sind eben die Themenzeitungen, das heißt Print, wo wir natürlich Artikel arbeiten. Auch dort kann man natürlich unterschiedliche Arten von Content präsentieren. Das kann ein Comic sein, das kann ein normaler Text sein, das kann ein Interview sein, was auch immer. Dann haben wir auch Video-Interviews natürlich. Wir haben Social-Media-Videos, wir haben Blogs, wir haben alle diese Dinge. Aber man kann das noch weiterdenken. Man kann auch sagen, ein engagiertes Flugzeug, das ein Spruchband durch die Luft zieht, ist auch Content. Und dann geht es darum, wie schafft man es, den Kunden in Szenen zu setzen. Und dann muss man sich eben verschiedene Fragen stellen, beziehungsweise dann auch mit dem Kunden gemeinsam das herauszufinden. Und wenn man das alles hat, kann man ein vernünftiges Content-Marketing-Konzept auf die Beine stellen. Ich habe da jetzt ein paar von diesen Fragen notiert. Viele von diesen Fragen werden euch hoffentlich aus den Inhalten der Lehrveranstaltungen bekannt vorkommen. Ich habe vor allem in Fachpädagogik dazu schon einige gehört. Lieben Gruß an der Stelle an die Frau Tanja Jadin. Und da haben wir wieder dann mehr oder weniger die Verbindung aus Lernen und Werbung, weil es unterm Strich dasselbe ist. Wir verarbeiten Inhalte, und wenn man sich als Werbetreibender überlegt, was ist meine Botschaft und wie kriege ich die am besten in den Kopf von meiner Zielgruppe, dann habe ich schon sehr viel richtig gemacht.
Und das ist eigentlich das, womit ich mich jeden Tag beschäftige. So. Soweit mal noch Fragen zum Content oder Content Marketing oder ist irgendwie unklar, wie meine Arbeit aussieht? Gut. Dann nochmal ganz kurz, wie das bei uns ausschaut. Da halte ich mich aber jetzt wirklich kurz, weil das ist mehr schon Business-Präsentation sozusagen. Am Anfang steht bei uns immer das Konzept, bedeutet, mein derzeitiges Projekt ist der Krebsratgeber. Das heißt, ich muss ein Konzept aufstellen. Mein Konzept ist, ich möchte den Helden des Krebsalltags eine Bühne bieten. Das sind die Patienten selbst, das sind die Angehörigen, die Pflegekräfte, die Ärzte, genauso gut aber Forscher, die an neuen Therapien forschen. Ja, und im Prinzip alle, die in irgendeiner Art und Weise da dabei sind und täglich Großartiges leisten. Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist der Krebs und sehr viele andere Krankheiten leider Gottes ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Da sind wir natürlich auch dabei, das zu ändern. Und dazu holen wir uns wichtige Leute an Bord. Das sind eben, wie gesagt, eben Selbstbetroffene oder auch Ärzte oder auch Vorstände von Krankenhäusern, Leiter von Selbsthilfegruppen, diverse solche Key Opinion Leader eben, die uns dann für Interviews zur Verfügung stehen und mit denen wir spannende Konzepte arbeiten. Und in diesem Bereich kann zum Beispiel ein Vienna Health Center auftreten und erklären, was sie für die Krebsforschung leisten. Dann haben wir ein super Content-Marketing-Konzept. Wir haben PR-neutral aufgearbeitet, was heißt Krebsforschung und einen Kunden, der dazu sich selbst präsentieren kann und im Ansehen in der Bevölkerung idealerweise ein bisschen steigt. Das ist unser Ansatz. So. Nochmal kurz zurück. Wie füge ich mich in dieses ganze Konzept jetzt ein? Meine Aufgabe ist es tatsächlich, eine solche Kampagne auf die Beine zu stellen. Das heißt, ich muss mir ein Konzept überlegen, muss die ganze Produktion auch abstimmen, muss die Interviews planen, muss den Zeitplan im Auge halten, muss dann auch mit unseren Designern und Journalisten in Abstimmung sein und das quasi ja, koordinieren. Und zu guter Letzt, und das ist im Prinzip dann über lange Zeit die Hauptaufgabe, ich muss das Ganze finanzieren. Das heißt, ich muss alle diese Dinge, die quasi eigentlich das Konzept der Kampagne dann bedingen, in einen Pitch verfassen und täglich an mögliche Kunden präsentieren und denen dann sagen, was ich mir überlegt habe und hoffen, oder quasi nicht hoffen, sondern sie dann davon zu überzeugen, dass das eine super Gelegenheit für sie ist, dabei zu sein und so dann die Kampagne zu finanzieren. Genau. Das wäre mal das Campaign-Management, das wäre das Erste. Industry-Management, ich habe es eh schon gesagt, da leite ich eben den Gesundheitsbereich. Da ist es vor allem wichtig, die Kampagnen ein bisschen zu beaufsichtigen, die auch im Gesundheitsbereich unterwegs sind. Und da eben schauen, dass das alles zusammenpasst, Kollegen anzuleiten, natürlich langfristige Kundenbeziehungen auch zu pflegen in dem Bereich. Genau. Und die Content-Strategy beinhaltet dann natürlich meine eigene Kampagne, wo ich eine Content-Strategie aufziehen muss, in weiterer Folge aber auch langfristige Kampagnenplanung. Das heißt, ein Unternehmen möchte vielleicht wissen, was haben wir das ganze Jahr über für Kampagnen und nicht nur die nächste. Da muss ich dann schauen, dass sie die nicht spießen, dass die gut aufeinander abgestimmt sind, dass wir nicht 17 Mal im Jahr dasselbe kommunizieren, sondern wirklich einen langfristigen Kommunikationsplan haben. Das ist Content-Strategie für uns. Ja, und dann natürlich auch das Management an sich, was Onboarding betrifft, Training, Mockups zu machen, Fankonzepte zu machen, was halt täglich so anfällt sozusagen. Genau, so. Und abschließend, nachdem dann eh die halbe Stunde schon fast vorbei ist, vielleicht noch einmal ganz kurz auf das Thema Content-Strategie einheitlich eingegangen. Was heißt das für uns? Ihr habt es jetzt eh schon mitgekriegt, für uns ist natürlich wichtig, unsere Kampagnen zu finanzieren. Das heißt, es ist ein sehr volatiles Umfeld. Ich vergleiche es ganz gerne mit einer Werbeagentur, die wir nicht sind. Bei einer Werbeagentur ist es so, die pitchen einmal und bekommen dann meistens einen Vertrag bei einem Unternehmen. Bedeutet, sie sind dann fix angestellt und haben ein gewisses fixes Einkommen.
bis der Kunde sagt, sie wollen das nicht mehr, aber bis dorthin sind sie fix dabei. Für uns ist es jedes Mal ein neuer Pitch und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Kampagne nicht als Werbemaßnahme sehen, sondern als Umfeld für Kunden. Deswegen ist es umso wichtiger, einen Purpose zu definieren, weil wenn wir nur aus dem Grund eine Kampagne aufziehen, um Geld zu machen, dann nimmt uns das keiner ab, das ist nicht authentisch und das macht da keinen Sinn und vor allem, es verärgert auch die wichtigen Partner, die wir haben, die ja unentgeltlich mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, eine Selbsthilfegruppe, ja, die sehen das natürlich auch nicht gern, wenn wir das quasi nur dem Geld wegen machen, sondern da muss wirklich was dahinter stehen, da muss ein Sinn sein, da muss eine Plattform sein und deswegen ist das extrem wichtig. Haben wir das geschafft mit jeder einzelnen Kampagne, dann schafft es der Kunde auch, Vertrauen in uns aufzubauen, in das Unternehmen, in das Konzept, in die Kampagne und in die Produkte. Am wichtigsten aber in den Projektmanager selbst, der das Ganze ja dann immer wieder vorstellen muss und dann schlussendlich verkaufen muss. Und verkaufen kann er es dann, wenn dieses Vertrauen gegeben ist und idealerweise kann er sogar langfristige Geschäftsbeziehungen einfädeln, damit wir wissen, wir dürfen uns nicht nur einmal im Jahr melden, sondern öfter, weil der Kunde uns vertraut und sich freut, wieder von uns zu hören, freut, neue Möglichkeiten zu sehen bei uns, dann wissen wir, dass wir einen guten Job gemacht haben. Und das alles ist Content-Strategie, so wie wir sie interpretieren, so wie wir sie jetzt auch leben und wo wir schauen, das Ganze ein bisschen langfristiger auch anzulegen, womit wir bisher recht gute Erfolge fahren und was auch wirklich eine sehr, sehr angenehme Art und Weise ist, täglich ins Büro zu kommen, wenn man dann sieht, man bekommt dieses Vertrauen und man kommt einfach auch die Anerkennung dann von den Kunden, die Zustimmung, dass sie wieder dabei sein wollen. Macht es Sinn soweit? Gibt es dazu noch Fragen konkret zur Content Strategy? Alles klar. Dann war es das von meiner Seite soweit. Ich hoffe, wir haben jetzt seit ungefähr die 30 Minuten erfüllt. Bin gerne bereit für nachfolgende Fragen oder sonstige Anmerkungen, weitere Diskussionen, wie auch immer. Lieber Paul, herzlichen Dank. Du hast es sehr gut eingehalten, die Zeitschiene, und uns auch einen sehr guten Einblick in deine Arbeitsweise gegeben, die doch sehr vielfältig ist. Und es freut mich oder uns ganz besonders, du hast das Thema angeschnitten, Content-Strategie, ganz ein wesentlicher Aspekt. Und das bestärkt auch uns in dem Änderungsantrag im Bachelor, dass wir das im 5. und 6. Semester verstärkt einfließen lassen und diese Vernetzung durchführen. Ja, gibt es Fragen? Hätte jemand noch eine Frage an den Paul? Danke nochmal, dass du so offen warst und uns so einen freien Einblick auch in dein Arbeitsumfeld gegeben hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja? Gerne. Ja, bitteschön. Einfach Hand heben oder zuschalten, wann jemand eine Frage hat. Also, du dürftest die Leute sozusagen sehr überzeugt haben. Dann beginne ich vielleicht mit einer Frage. Du hast gesagt, Print steht im Vordergrund. Ja. Hängt es damit zusammen, weil du doch in einer sehr konservativen Branche, Pharma, Industrie, Pharmabranche tätig bist, dass die noch verstärkt auf Print setzen oder spielen auch andere Kanäle eine Rolle? Grundsätzlich sind unsere Kampagnen immer crossmedial aufgestellt. Wir haben auch für jede Kampagne eine eigene Landingpage und Webpage. Es ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil wir ja den direkten Vergleich zu den anderen Ländern haben, wo wir auch Offices haben. Und Österreich ist das einzige Land, wo Print im Vordergrund ist. Wir haben in den nordischen Ländern 80-90% unserer Einkünfte durch digitale Produkte. In Österreich sind es, müssen wir froh sein, wenn wir über 30% kommen. Das ist in verschiedenen Themen so. Ich meine, ich sehe es bei mir selbst, in der Pharmabranche ist es auf jeden Fall so. Teilweise gibt es Tendenzen, das ein bisschen mehr in Richtung Online zu drehen und auch soziale Medien zum Beispiel mehr zu nutzen. Aber der Grundpfeiler ist immer Print. Und das ist nicht nur da so, sondern auch bei B2B-Kampagnen, die wir auch haben. Also zum Beispiel ein KMU-Ratgeber, der sich explizit an leitende Personen in KMUs in ganz Österreich richtet,
ebenfalls dort. Also da ist es fast die Tendenz noch stärker. Auch Landwirtschaftskampagne ist dasselbe, auch ein bisschen eher konservatives Umfeld, das stimmt schon. Aber auch da ist der Wunsch nach Print sehr stark. Dankeschön. Hast du bemerkt, dass jetzt durch die lang andauernde Corona-Situation generell der Printbereich wieder zugenommen hat? Nicht im Sinne der Reichweiten und Auflagen, aber im Sinne der Qualität, die konsumiert werden möchte, ja. Also da auf jeden Fall. Wir haben glücklicherweise letztes Jahr vor Corona zwei sehr gute Entscheidungen getroffen, also die sich für Corona sehr, sehr positiv ausgewirkt haben. Erstens haben wir Social Media dazu genommen und zweitens haben wir unser Design geändert von den Printkampagnen, wo wir jetzt vorher war es so, dass wir redaktionelle und PR-neutrale Inhalte produziert haben und darunter ein Werbesujet platziert haben von einem Kunden. Jetzt ist es so, dass wir weiterhin redaktionelle PR-neutrale Beiträge produzieren, darunter aber dann einen Sponsored-Beitrag mit einem Kunden gemeinsam aufarbeiten. Das heißt, man bietet dem Kunden mehr oder weniger direktere Kommunikation zu seiner Zielgruppe, zu unseren Lesern. Und das wird sehr positiv aufgenommen, sowohl von den Kunden als auch von den Lesern. Dankeschön. Möchte jemand anderer eine Frage stellen, bitte? Ich hätte eventuell eine Frage. Wie brennt es bei dir bzw. bei euch in der Firma und gerade im Bereich Sales mit Remote-Arbeiten? Wir haben die Möglichkeit, im Büro zu arbeiten oder remote zu arbeiten in Österreich. Bei uns ist es so, dass etwa 2/3 eigentlich täglich ins Büro kommen. Wir haben verpflichtende Corona-Tests, die wir machen müssen. Auf den Verkauf hat sich das glücklicherweise nicht ausgewirkt. Generell haben wir als Medienunternehmen auch die glückliche Position, dass also das Q1 war für die gesamte Gruppe das stärkste, das wir je hatten. Bedeutet auch, dass wir, also dass, wie gesagt, erstens die Maßnahmen, die wir getroffen haben als Gruppe letztes Jahr gefruchtet haben und zweitens auch unsere, durch das, dass wir im Medienbereich arbeiten, dass wir da einer der wenigen Bereiche sind, die ja wenig betroffen waren, glücklicherweise. Du hättest dann vielleicht noch eine Follow-up-Question. Ja. Danke für die Antwort. Du hast gesagt, Q1 ist das jetzt 2021 Q1? Ja. Also merkt ihr auch den wirtschaftlichen Aufschwung, den man so die USA ein bisschen mitkriegt, dann in eurer Branche, auch in Wien? Das stimmt wahrscheinlich, ja. Müsste man tatsächlich bei den Unternehmen noch einmal nachfragen. Also wir haben einige Unternehmen, also gerade global tätige Unternehmen, die halt zu uns sagen, ja, sie würden sehr gerne, aber sie haben global einen Stopp. Und da gibt es schon ein paar, die dann einen Lift von diesem Stopp bekommen haben mit Anfang 2021. Grundsätzlich bin ich aber eher der Ansicht, dass es durch den Impfstoff einfach viele die Möglichkeit gesehen haben, wenn sie werben müssen, dann jetzt. Weil wenn man nicht gesehen wird, wenn es wieder bergauf geht, dann ja, gerät man in Vergessenheit. Und das will natürlich keiner. Danke für die Antwort. Dankeschön. Antworten aus den USA, danke viel. Beim nächsten Alumni-Talk haben wir eine Absolventin, die in Amerika geblieben ist. Da werden wir auch den amerikanischen Markt dann wahrscheinlich ein bisschen was erfahren, was da los ist. Weitere Fragen? Sie haben jetzt die Möglichkeit, noch ein, zwei Fragen zu stellen. Wir haben noch 5 Minuten zur Verfügung. Bitte. Zurückhaltend, dann darf ich vielleicht, durch das, dass ich eher die technischen Probleme habe, eine Frage stellen. Welche technischen Systeme spielen in deiner Firma eine Rolle? Gibt es sowas wie Content-Management-System oder andere Systeme, die für euch wichtig sind? Wir haben schon Content-Management-Systeme, ja. Also wir haben ein Content-Management-System. Also es ist ein bisschen zweigeteilt. Also wir haben einerseits für die Online-Produktion für unsere Artikel, also wo wir auch die einzelnen Seiten dann bespielen, verwenden wir WordPress. Andererseits haben wir natürlich auch ein Customer Relationship Management System. Das ist eigentlich für uns
als die ganzen Projektmanager, die bei uns arbeiten, das Allerwichtigste. Weil da wird halt, gerade für den Sales natürlich, da wird halt alles dokumentiert, wie die einzelnen Gespräche mit den potenziellen Kunden laufen. Und das ist für Folgeanrufe dann natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn man dann im nächsten Quartal wieder beim selben Kunden anruft, muss man ja wissen, warum hat der im letzten Quartal abgesagt? Haben die gerade generell ein Problem oder was war da los? Oder warum haben sie gekauft? Kann man da irgendwie drauf aufbauen? Kann man die Beziehung vertiefen? Solche Dinge werden da festgehalten. Viel wird bei uns aber zentral auch von Stockholm aus geregelt. Deswegen, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen weniger Einblick. Dankeschön. Weitere Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich vielleicht noch eine Abschlussfrage kurz stellen und dann noch einen Hinweis geben auf den nächsten Alumni-Talk. Paul, was würde es den kommenden Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg gehen nach dieser doch sehr herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie? Also vielleicht ein bisschen unabhängig von der Pandemie. mich hat es damals, ich muss sagen, ich war ein bisschen gestresst von meiner eigenen Unfähigkeit, mich zu entscheiden, in was für Richtung ich gehen soll. Ich war sehr versucht, mich jetzt unbedingt auf eine Richtung festzulegen und das hat sich im Nachhinein als absolut unnotwendig herausgestellt, weil es sehr spannend ist und sehr spannend sein kann, in verschiedene Bereiche einzutauchen und damit hat man mit KWM wirklich ein sehr gutes Fundament und es ist umso cooler, wenn man dann einfach in verschiedenen Bereichen noch ein bisschen reinschnuppern kann und das ist rückblickend eigentlich ein sehr, sehr beruhigender Gedanke und auch sehr befähigend, weil man wird dann sehr schnell ein Jack of many trades, was natürlich ja, in der Berufswelt immer sehr hilfreich ist. Und das gilt wahrscheinlich auch in Zeiten von Corona umso mehr, dass man einfach sehr breit aufgestellt ist und einfach bereit ist, viel auszuprobieren. Immer ein guter Tipp. Ja, Paul, danke. Das Schlusswort hätte nicht besser sein können. Dieser Beitrag ist nicht gesponsert, sondern kommt aus der Erfahrung, aus dem täglichen Berufsleben heraus. Dankeschön. Ja, möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, für uns zur Verfügung zu stellen und uns Eindrücke zu vermitteln. Ich hoffe auch, den Teilnehmern und Teilnehmern hat es ein bisschen geholfen, ein klareres Bild zu bekommen für den Berufseinstieg. Ich darf nur mal ganz kurz zum Schluss darauf hinweisen, am 18.05. haben wir eine Absolventin, die ist vor circa 7 Jahren fertig geworden, hat ja Berufspraktikum in Amerika absolviert und ist dann auch wieder zurückgegangen und ist seit ihrem Abschluss des Studiums in Amerika geblieben, ist eher technisch fokussiert, das heißt, wir wechseln ein bisschen den Schwerpunkt Richtung Webentwicklung und hat lange Zeit bei einer Firma gearbeitet und aus dieser Firma heraus hat sich dann auch ein Startup entwickelt und sie ist mittlerweile auch Co-Founderin und wird uns ein bisschen erzählen über das Leben, Arbeiten in Los Angeles, in der Great Area Los Angeles und glaube ich ein sehr interessanter Vortrag, um auch dort aktuelle Eindrücke zu sammeln, wie funktioniert das in den Staaten. Wir haben einen vielen Reiter sozusagen zugeschaltet, der selbst ist ja in den USA tätig und lebt auch dort und ist das als Lehrender immer ein treuer Partner. Und da möchte ich einladen, wie gesagt, 18.05. kurzweilig 18 Uhr eine halbe Stunde Präsentation und maximal eine Viertelstunde Fragen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Paul, dir sage ich nochmal ein herzliches Dankeschön und wünsche dir alles Gute für deinen weiteren beruflichen Werdegang. Dankeschön.